Hey, großes Dankeschön an die Herren. Ihr dürft klatschen. Das ist nur für euch, Jungs. Ich glaube, ihr seid alle schon in den Kern lachen. Sagt den Leuten was, grinst, winkt. Was möchtet ihr machen? Eins, zwei, Verbeugung, drei. So, ganz großes Kino hier. Wir machen das alles. So, nochmals als letztes. Dankeschön an euch, dass ihr wieder mal den Weg hierhin gefunden habt. Und ich möchte jetzt mal sagen, wir haben eine absolute Rekordzahl an Zuschauern dieses Jahr zu verzeichnen. Es sind über 3.500 Zuschauer hier. Dankeschön! Es war der absolute Wahnsinn. Und es macht immer noch Spaß. Wir möchten auch sagen, bitte bleibt noch ein bisschen hier. Die Stände haben alle noch auf. Es gibt noch ein bisschen Merchandise. Und jetzt übergebe ich den Heiligen Gral an den jungen Mann zu meiner linken Seite, den Julian. Der möchte euch jetzt auch noch was sagen. Ich würde sagen, bis dann. Seid ihr gut drauf? Wir haben noch 60 Fässer Kölsch. Ihr müsst bitte noch ein bisschen was trinken. Die T-Shirts haben wir auf 10 Euro runtergesetzt. Bitte kauft die, die müssen alle werden. Dann haben wir jetzt noch genau exakt 8 Support-Bändchen. Hingehen, die letzten, zack. Nächstes Jahr, 1. September 2012, das nächste Green Juice Festival. Guckt auf Facebook, liked uns. Zum Schluss muss ich noch meiner Mama danken für die ganzen Nerven. Das war wohl absolut charmant. So, da kommt schon wieder eine Anweisung aus der Regie. Ich möchte hier, oder ich soll im Namen dieser jungen, netten, charmanten, aufstrebsamen Truppe, den Moppelfahrer, Tobias, der Moppelfahrer, feuer den mal kurz ab für uns, Tobias, der Moppelfahrer, das ist der Mann mit dem Moped. Ah, da ist er, der Tobi. Dankeschön, Tobi. So, nochmal auf drei verbeugen, oder passt das? So. Wir möchten natürlich uns auch noch bei allen anderen bedanken, die vor allem für diesen blendenden Sound gesorgt haben. Bei dem kompletten PA-Team, bei den Schankwagen, bei den Merchandisern, bei den Popcornern, bei den Fahrschülern. Ach, ich weiß gar nicht. Beim Krokodil vorne, wir bedanken uns einfach überall. Und ich würde sagen, so langsam nähern wir uns dem Höhepunkt des Abends. Soll ich einfach weitermachen direkt? Nein, natürlich. Okay. So, ihr wartet die ganze Zeit schon, ich habe es gesehen. Okay. Seit 2 Jahren hat unser Headliner ein eigenes Label. Wir sind insgesamt seit 10 Jahren in dieser schönen Formation. Wisst ihr, wer es ist? Ja? Das muss lauter sein. Das hört sich verdammt gut an. Und sie haben 2011 insgesamt 50 Shows gespielt. 50 Shows ist eine ganz schöne Menge. Das müssen wir auch noch ein bisschen respektieren. Heute, nur für euch, nur für Bonn, ist der letzte Festival-Gig auf ihrer großen Tour durch Deutschland. Und sie haben ein neues Album draußen. Wer weiß denn, wie das heißt? Bitte? Ich muss mal gerade gucken. Ja, das hört sich verdammt gut an. Also, das neue Album heißt ein bisschen Zeitgeist. Und die Herren tanzen sich gerade ein bisschen für euch warm, stretchen sich, sehen auch verdammt gut aus. Ihr habt doch richtig Bock, oder? Lass mich nicht so hängen. Mach mir nur. Ich war auch ein bisschen warm ums Herz. Komm, weil es so schön war. Ich kann nur sagen, für euch eine ganz grandiose Band. Nein, es sind nicht die Rolling Stones. Nein, es sind nicht die Beatsteaks. Nein, sorry. Es ist auch nicht Roland Kaiser. Wer von euch kennt überhaupt Roland Kaiser? Okay. Dann machen wir was anderes. Muss mir gerade was überlegen. Ja, okay. Wir können soweit.
ich bin jetzt auch weg, hab genug gelabert für euch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit die Wiener Prinzen!